Ihr seht durstig aus. Ihr habt ein sehr scharfes Auge. Ich habe einen mächtigen Durst, der nicht gestillt werden kann. Und keiner der Kellner will mir was zu trinken bringen. Elenwen muss ihnen befohlen haben, mich austrocknen zu lassen, dieses kaltherzige Miststück. Sie hat wohl Angst, dass ich wieder aus der Rolle falle. Okay, ich glaube, wir sollten dem ein bisschen was zu trinken ausgeben. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Hier, kann ich euch sonst noch etwas servieren? Wir haben wohl keinen kolovianischen Weinbrand mehr. Sobald ich etwas Zeit habe, sehe ich im Weinkeller nach, ob dort noch welcher ist. Okay. Mhm. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken? Hier, Hauptlos zu trinken. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfutzern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Natürlich. Es gibt aber tatsächlich was, was ihr für mich tun könntet. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Regt mal ein bisschen Aufsehen. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Trete zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Oh weh. Geh mal ein bisschen in Deckung an der Bar. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Elenwen anstoßen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Unsere Geliebte. Ja, okay. Natürlich im übertragenen Sinn. Bin ich dabei. Oh, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Wer kommt da, Malbor? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die Arme... Dum, 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 dum. So. Das haben wir also wieder dabei. Die legen wir natürlich gleich an. So. In Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Oh. Vielleicht sollte ich... Ihr all die Roben heute früh... Hier drüben! Hallo. Nein. Bisschen Aufmerksamkeit erregt wollte ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut war. Oh ja, gut, schnetzen wir uns jetzt auch mal hier durch. Gnade! So, das war's mit den Jungs. Wo geht's hier hin? Ah, da geht's nach draußen. Wollen wir aber gar nicht, sondern... Ich würde mal sagen... Hier oben gibt's bestimmt was, wo der Zauberer hergekommen ist. Jetzt müssen wir ja irgendwie hier noch Infos suchen. Wo finden wir die am blödsten? Hier ist ein Speisesaal oder sonst was. Da werden wir wohl eher weniger Infos finden, gehe ich jetzt mal von aus. Ja, das ist irgendwas Essenstechnisches. Biografie von Barentzia. Geschichtlicher Überblick von irgendwas. Aufstand von der Erstburg, irgend sowas. Dunkelste Dunkelheit, aha. Ups, verdammt. Geschichte und Kultur der Dwemer, ja. Geht's nach unten? Geht's nur hier hin? Ich versuche jetzt hier mal möglichst keine Aufmerksamkeit zu erregen. Was zu essen? Was? Himmel ist er. Wer hat mich jetzt entdeckt? Da ist doch niemand. Mysterious.
So, suchen wir mal den Werkstelltisch hier. Gibt's doch bestimmt noch irgendwas zu plündern hier, oder? Warum wechselt da ständig versteckt und entdeckt unten? Das beunruhigt mich gerade. Und wie soll man da jetzt bitte was finden? Papierrolle, aha, bringt uns viel. So, suchen wir halt unten weiter. Aber hier gibt es ja scheinbar nichts. Ah! Hochelfenblut, gut. So, das war ja irgendwie... Nein, 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 nicht hinsetzen. Mensch, Urik. Kannst du dich jetzt nicht einfach hinsetzen? Das geht ja nicht. Da muss es doch irgendwo was geben. Hier ist irgendwie eine verstaubte Schatzkammer. Kohlwolli will ich nicht mitnehmen. Halmut Kohl. Oh. Talmor-Robe. Talmor-Stiefel. Die können wir mal mitnehmen für die Ariana. Hier gibt es aber sonst nichts, oder? Hier geht es ja wieder zurück. Da braucht man den Schlüssel. Ah ja. Hier wahrscheinlich auch, oder? Ja. Was muss es hier irgendwo weitergehen? Schauen wir mal, wo es da hingeht. Interessante Spionagetätigkeiten, war ich noch nie gut. Ihr seid tot. Oh, oh. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen da in diesen Turm. Am besten ohne zu sterben. Was gar nicht so einfach ist. Habe ich so das Gefühl. Fangt ihr jetzt an. Ellen Vensalon. Ah ja, ich würde sagen, dass wir da unsere Infos finden. Die lassen wir jetzt einfach mal da, wo wir sind. Wo seid ihr? Hallo Gisur, wer auch immer du bist. Amethyst. Ach du Scheiße, wie viel hat denn der dabei? Hallo Hulundin. Du wirst sterben. Na? Ach du Scheiße. So, hast du irgendwas Interessantes dabei? Oh Gott, was haben wir alles dabei? Schlüssel zum Verhörzimmer. Oh, da sind Infos. Aktueller Stand. Interesting. Ach du Scheiße. Nee, das lese ich jetzt nicht alles. Da werde ich ja kaputt. Oh, keine Tür hier mehr. Bisschen doof. So, hier gibt es nichts Interessantes mehr, würde ich sagen. Da geht's noch rauf. Hier geht's bestimmt auch noch wo lang, oder? Nee, da kommt man nur in so Abstellräumzeugs. Abstellräumzeugs. Oh Mann. Deutsch for the win. Abstellräume oder sowas in die Richtung. Mal schauen, was es hier oben noch gibt. Bestimmt nichts so Interessantes mehr. Oh. Also die Talmor sind ja schon eine sympathische Gruppe, wenn man einen Totenschädel in seinem Schlafzimmer hat. Da wäre ich jetzt noch nicht, bin ich jetzt noch nicht so der Fan von Totenschädeln im Schlafzimmer. Ehrlich gesagt. So, runter hier. Und dann würde ich sagen, da geht's weiter. Natürlich nach dem Speichern. Da geht's zur Kerkertür. Da geht's in den Kerker. Da gibt's bestimmt noch ein Verhörzimmer. Weil sonst hätten wir den Schlüssel nicht bekommen. Sollte man auch. Oder aufspießen. Das ist natürlich auch eine Option.
Aber der hat ja nichts dabei. Was gibt's hier noch? Das hier, der Talmor. Ah ja.